Moin Leute! Battlefield 2042. Bald ist es da. Alle 10 Spezialisten sind ja jetzt raus, so dass jeder weiß, was auf ihn drauf zukommt. Und da haben wir eigentlich auch schon das Thema. Den 10 Spezialisten, die man so kennt und die man spielen darf, gibt es tatsächlich welche, die meiner Meinung nach zu OP sind im Gegensatz zu den anderen. Wir würden jetzt, kann ich ja gerne einfach mal durchgehen, um dann zu sehen, was er dabei hat, derjenige, um zu schauen, wer es denn ist. Aber ich glaube, ihr wisst es schon alle. Eigentlich ist es völlig bumsi-lumsi, was ich hier mache. Vikus, Casper, Vandale ist es nicht. Weil mit seiner Drohne und so, alles schick, alles schick, alles schick. Maria Falk, die Gute, ist es auch nicht mit ihrer Pistole da, mit ihrer Medic-Pistole. Der Boris, der Gute, könnte man meinen, aber nein, ich sag mal, das SG-36 ist okay. Webster McKay mit seinem Crabble Gun ist es auch nicht, wobei ich da, könnte man es noch vielleicht sich streiten, weil man damit extrem schnell bewegen kann und irgendwohin sich ziehen kann, wo es vielleicht ein bisschen verrückt wird, aber ich denke, das ist noch halbwegs okay. Es ist halt jetzt nicht unbedingt das, was ich sage, was ich unter Realismus verstehe. Aber wir sind ja auch 2042, von daher sind wir auch schon 21 Jahre weiter als jetzt. Der gute Irish mit seiner Deckungsschild da und mit dem Wachsystem ist es meiner Meinung nach auch nicht. Der gute Konstantin, der Angel mit seiner Loadout-Kiste, die von oben herab runterkommt, ist eigentlich auch relativ easy peasy. Der gute Navin Rayo ist es eigentlich auch nicht, weil er gegnerische Hardware so deaktivieren und Objekte von Feinden hacken, ist es nicht unbedingt das, was extrem OP ist und was unfair gegenüber den anderen ist. So, jetzt habt ihr mitgezählt natürlich. Es waren 7 Stück, also nur 3 offen. Davon kann man sich bei den einen oder anderen streiten. Bei einem bin ich der Meinung, kann man sich auf jeden Fall mal nicht streiten. Und zwar hat die gute Emma Sundance jetzt nicht im Hinblick auf ihren Wingsuit, das ist egal, sondern eher auf ihre Smart Explosives, die zielsuchend sind. Ist meiner Meinung nach, könnte man dahingehend schon irgendwo was Unfaires erkennen, wenn man dann weiß, wie sie denn die Dinger abschießt und wie zielsuchend sie denn wirklich sind. Also sie zielsuchend auf die nächsten 5 Kilometer durch über 23 Ecken und sowas, dann ist es auf jeden Fall OP, wenn es vielleicht nur der nächste Tank ist, der da gegenübersteht, dann wäre es von mir aus meiner Meinung nach völlig, völlig legitim. Die gute Jisoo Pike hat aber mit ihrem Scanner den Vorteil, dass sie Leute, die in der Deckung sind, scannen kann und somit, wenn man es so nennen möchte, ein Wallhack anhat. Das Einzige, was man dagegen sagen kann, ist vielleicht, dass der Scanner nur Gegner ins Visier nimmt, die sich nicht bewegen, also die hinter einer Deckung sind und sich nicht bewegen. Fraglich wird meiner Meinung nach, wie lange muss denn der Gegner sich nicht bewegen, um hier gesehen zu werden? Es soll auf jeden Fall mal so sein, dass wenn sich der Gegner bewegt, dann nicht mehr gesehen wird. Also bedeutet, alle die rumrennen, werden halt nicht gesehen, sondern nur die 2-3 Camper vielleicht. Aber auch da, es ist halt irgendwo ein Wallhack auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es schwierig damit umzugehen, weil ich es mir noch nicht so vorstellen kann. Ich denke, da muss man auf jeden Fall gucken, wie es denn im wirklichen Spiel wird. Und wichtig natürlich für mich, wie lange darf der Gegner oder wie lange bewegt der Gegner nicht, bis ihr Scanner den Gegner dann ins Visier nimmt und anzeigt. Das wäre für mich sehr, sehr interessant. Also von daher, Chiso und die gute Emma sehr, sehr grenzwertig, wobei die Emma vielleicht noch gehen mag, weil ich da jetzt nämlich vorstellen kann, dass es auf
etliche Meter, Kilometer Entfernung ihre Raketen zielsuchend sind. Das glaube ich nicht. Wieso Pike mit ihrem Warhack irgendwie ist schon ein bisschen OP und ist meiner Meinung nach, je nachdem wie es sich dann wirklich spielt, in der Theorie zumindest gegenüber der anderen unfair. Aber wenn wir einmal bei unfair sind, haben wir ja jetzt 9 von 10 und deswegen fehlt der 10. im Bunde. Und beziehungsweise der 3., wo ich mir der Meinung bin, dass es sehr, sehr OP ist. Der gute Dozer mit seinem Schild, nämlich das ballistische Schild, was zum einen Kugeln abwehrt, aber was auch die Kugeln wieder zurückwirft zu dem, der im Idealfall, der da geschossen hat, oder zu anderen. Also ein Schild, was nicht nur für defensive den Schutz, sag ich mal, zuständig ist, sondern auch gleich aktiv die Kugel wieder verteilt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem, weil man weiß es jetzt nicht, wie viele Kugeln hält das Schild jetzt wirklich aus. Also, wenn es natürlich jetzt unverwundbar und unbesiegbar ist, also, ja, dann ist es auf jeden Fall etwas, was so auf jeden Fall geändert werden muss, meiner Meinung nach. Wenn es, keine Ahnung, nach 100 Treffern platt ist, dann mag es vielleicht immer noch gehen. Weil dann weiß man, okay, oh, da kommt ein Dozer auf die Map. Man sieht ihn, man sagt zu seinen 24 Kameraden, wacht auf, da ist ein Dozer. Und dann schießen alle drauf und dann sind die 100 Kugeln ganz, ganz schnell erreicht. Von daher ist es da. Es ist halt schwierig zu wissen, weil man hätte es, man kennt die einen Details von den Spezialisten, man kennt die anderen Details, aber nicht, nämlich die Sachen, die. Ja, wie lange gelten ihre Gadgets oder wie lange dauert es oder wie auch immer. Das sind so die Sachen, die man halt jetzt noch nicht in Erfahrung gebracht hat und deswegen der Aufschrei meiner Meinung nach relativ groß ist. Im jetzigen Zeitpunkt allerdings auch irgendwo verständlich, weil man halt das andere nicht weiß. Ich meine, ein Entwickler wird nicht sagen, ey, ich habe das und das Cooles an diesen Spezialisten gebaut, aber es hält nur 2 Sekunden. Will natürlich keiner wissen, ist klar. Aber fragt man sich halt dann, warum soll ich jemanden spielen, der nur eine Waffenkiste von oben abwirft? Mag für mich ist, klingt irgendwie, ja, nicht wirklich gebalanced. Oder wie soll ich jemanden spielen, der halt eine Drohne hat? Okay, die Drohne, aber die macht halt jetzt nichts übertrieben Verrücktes wie die anderen drei, die wirklich etwas haben, was übertrieben mega krass. Und deswegen sage ich hier ganz ehrlich, wir müssen abwarten, was das Spiel wirklich, wenn das Spiel raus ist, wie die drei oder wie generell alle Spezialisten gespielt werden. Um dann wirklich zu sehen, was ist unfair, was ist nicht so unfair. In der Theorie und auf dem Papier ist meiner Meinung nach auf jeden Fall Wieso Pike und Dozer jemand, oder alle beide, sind Spezialisten, die gegenüber den anderen Spezialisten auf jeden Fall einen massiven Vorteil haben. Was sagt ihr dazu? Sieht man das vielleicht nur zu kritisch? Soll man einfach abwarten, was das Spiel so generell daraus macht? Oder ist es wirklich so, dass man von vornherein sagen soll, oh Leute, nein, ändert das auf jeden Fall, sonst spiele ich dieses Scheißspiel nicht mehr. Lassen wir uns überraschen. Und damit beende ich dieses Video und freue mich auf das nächste. Haut rein, bleibt gesund und adieu.